Hallo und herzlich willkommen zu Bruno das Spiel. Ein Bär zu Gast bei Freunden. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern. An diesen armen Bär, der vor 2-3 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, durch Deutschland gestreift ist und dann gnadenlos verfolgt wurde, weil, keine Ahnung, weil die Leute Angst vor ihm hatten. Ne, die Medien haben ihn Bruno getauft, die Wissenschaft hat ihm ein komisches Kürzel verpasst, das ich gerade nicht im Kopf habe. Im Endeffekt wurde der arme Bruno dann erschossen. So, das hier ist dann das Spiel dazu. Der Bruno sieht schon ganz schön frech aus, zeigt hier den Mittelfinger. Und dann wollen wir doch direkt mal starten mit diesem ganz ausgezeichnetem Spiel. So, Aufgaben des Levels. Brunos Aufgaben im Überblick. Ein Bienenkorb, denke ich mal, fangen oder kaputt machen. 3 Hühner fressen und 3 Schafe fressen, denke ich mal. Wenn Bruno alle Aufgaben gelöst hat, muss er noch über die Grenze zurück nach Österreich. So, dann wollen wir doch mal loslegen, was der liebe Bruno hier macht. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe es mir schon einmal kurz angeguckt. So, da kann ich die Jäger erschrecken. Krieg dafür ein paar Punkte. Weiß aber jetzt nicht so genau, was mir das bringt. Naja, hier kann ich einen dicken Haufen hinlegen. So, dann wollen wir doch mal sehen, wo hier ein Bienenkorb oder... Ach, guck mal, da. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt ist jetzt so die Lust da rumgelaufen. Ah. Na. Ah, siehst du, da bin ich schon erschossen worden. Ja, ich bin ja schon tot. Attentat auf Bruno. Bruno von Jägern erlegt. Auf seinem Streifzug durch die bayerischen Wälder und Berge wurde der auch als Schinder Bruno bekannte Braunbär Bruno hinterrücks und gemein erschossen. Er hatte keine Chance gegen die bayerischen und finnischen Bärenjäger mit ihren speziell ausgebildeten Hunden. Ja, so, ich probiere es nochmal. Ich bin mir im Moment noch nicht sicher, ob ich hieraus ein Let's Play mache oder ein Let's Show oder, naja, ein Let's Fail. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. So, vielleicht kann ich die... Oh nein, oh nein. Ja, und da bin ich schon wieder tot. Super. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte da eigentlich ein Häufchen hinlegen. Ich weiß nicht, ob das die Bären an, die Jäger anlocken soll oder was. Auf jeden Fall, wenn ich die hier irgendwie erschrecke, dann hört das jeder. Ne, und kommt zu mir gelaufen. Oh, dieses grandiose Spiel war eins der... Jetzt kippst du nimmer aus. Der Goodies auf der Gamescom. Ne? So nach dem Motto, hier, kriegt ein Spiel geschenkt, hey. Das war da, wo es die Lose zu kaufen gab. Auf geht's, den kriegen wir noch. Nix da. Ja, jetzt möchte ich nicht erschossen werden. Na. Oh, schon wieder kaputt. Ich krieg die Krätze. Ja, super Spiel, super Spiel. So, da steht wieder das gleiche wie eben. Na klasse. Das ist jetzt der Highscore, oder was? Klaus, Christian, Thomas, Erich, Bernd, Georg, Nicole, Markus, Bianca, Agnes. Ja, klasse, ne? Internet-Upload geht nicht, weil gerade mein Internet nicht funktioniert. Ich versuch's nochmal. Also, das muss ja irgendwie zu schaffen sein, dieses super, super Spiel. So, an dem Schlag. Weiter,
Schaut es weiter, Kims. Ja, warum dauert denn diese Animation so lange? Also, wisst ihr was? Ich glaube, dieses Let's Show von diesem grandiosen Spiel wird sehr kurz ausfallen. Sehr, sehr kurz. Da muss er irgendwo sein. Super. Super. Tja, wie oft sollen wir das jetzt noch machen? Die Steuerung ist auch grandios. Ne? Ich drücke auf den Pfeil nach vorne, bewege mich so, drehe ich mich, habe natürlich einen super Radius, bleib hier an den Bäumen hängen. Jetzt ist jetzt so die Nusse rumgelaufen. Ja, ja. Und ich muss sagen, diese bayerischen Sprüche sind auch nicht so lustig. Ich habe schon mal Lustigeres gehört. Na komm, jetzt lass mich gerade hier den scheiß Honig. Hier, der schreit da nur drauf rum, jetzt lässt er sich wieder erschießen. Oh. Na, gerade am Arsch vorbei. Dafür kacke ich jetzt mal hier auf die Blume drauf. So. So. Aber was das irgendwie bringen soll, weiß ich. Ach, das ist die bayerische. Die. Ach so. Okay. Ja, aber super ist das Spiel nicht. Warum frisst denn die Leute nicht, die Jäger? Das wäre doch viel besser. Hätte der echte Bruno auch mal machen sollen. Einfach die blöden Jäger auffressen. Ah. Eins. Zwei. Ja, ist ja gut. Ist. Oh, schnell weg hier. So, jetzt brauche ich noch drei Hühner und diesen Bienenkorb da. Ja, schön, dass die Kamera so toll mitgeht. Ja, du Scherde, Hanni. Kannst mich mal. Nee. Jetzt bin ich hinter dem Felsen versteckt, oder was? Oh mein Gott. So, die Hühner. Wo sind die Hühner? Ich habe noch kein einziges Huhn gesehen hier. Ja. Gut, dass ich so weit vorausblicken kann. Ne? Jede Gefahr einschätzen kann. Um mich darauf taktisch vorzubereiten. Ach, ich könnte ja auch einfach hier durch den Fluss latschen. Langsam. Da sind die Hühner. Wie komme ich jetzt dahin? Muss ich den Zaun kaputt machen, oder was? Nee, jetzt mache ich nur auf mich aufmerksam, um gleich wieder erschossen zu werden. Schau, dass du weiterkommst. Du Scherde, Hanni. Nein! Ach, so ein Scheiße. So ein Scheiße-Spiel, meine ich. Ja, super, echt klasse, Kaius. Ganz toll. Ja, ich muss es nochmal probieren. Es nutzt alles nichts. Das Spiel ist so. Ja. Spannend. Ich meine, es ist schwer, es ist eine Herausforderung. Ist nochmal ein Unterschied zu vielen, vielen Spielen, die es sonst so gibt heutzutage. Es ist ja fast nichts mehr eine Herausforderung. Aber ehrlich gesagt ist hier der Spielspaß jetzt auch nicht so immens, dass ich mich an dieser Herausforderung ergötzen könnte. Dann jetzt? Oh, da muss man auch noch irgendwie genau da drauf stehen. So. Na?
das für ein Mist, oder? Der arme, arme, echte Bruno, das, wenn er gewusst hätte, dass das mal aus ihm wird, so ein beschissenes Spiel, dann hätte der sich vorher schon selbst die Kugel gegeben. Armer Bär, ey. Armer Bär. Weißt du, da streift mal ein Bär durch Deutschland. Und dann wird er abgeknallt. In anderen Ländern gibt's hunderte Bären. Hier in Kanada und sowas. Warum werden bei uns die Viecher denn tot gemacht? Na, jetzt muss ich da wieder genau draufstehen. Eins. Zwei. Auf geht's, den kriegen wir noch. Nee, den kriegt er nicht. Oh ja, super, sehr gut. Kann ich nicht dran vorbei. Ist er ja, der Saubär. Jetzt haben wir den. Ja, jetzt werde ich erschossen. Du Arschgesicht, du. Sackel Zement. Den bayerischen. Nein! Verdammte Scheiße! So, okay, das war dann das Spiel. Bruno, das Spiel. Damit wäre mein Let's Show, so nenne ich es dann jetzt, auch schon beendet. Ne? Ja, super Spiel, macht Laune, ist gar nicht frustrierend. Ende. Was haben wir denn hier noch? Highscores, Hilfe, Spiel beenden, Hilfe. Was steht in der Hilfe? Rückwärts gehen, Eingabetaste, Haufen setzen. Damit kann man die Hunde ablenken und diese sich kurzzeitig vom Leib halten. Diese Aktion ist aber nur in bestimmten Zeitabständen möglich. Anzeige, Ausrufezeichen. Ja, Hunde kommen dann wahrscheinlich im zweiten Level oder so dazu. Gut. Erschrecken. Von hinten an den Jäger, Mountainbiker anschleichen und anbrüllen. Erschrecken, bevor man selbst gesehen wird. Vorsicht! Ach so, ja, super. Geht von alleine weg. Andere Jäger und deren Hunde werden durch das Gebrüll auf den Bären aufmerksam. Ja gut, Bruno, das war's dann, ne? War ein super Spiel, hat toll Spaß gemacht. Hat sich echt gelohnt, dafür Lose zu kaufen bei der Gamescom. Naja, der ein oder andere mag sich vielleicht davon herausgefordert fühlen und das spielen. Ich tu's nicht. So, Credits, Programmierung, Grafik, ich lese es gar nicht vor, weil es mich nicht interessiert. Und tschüss.